Kai. Hey. Na? Alle liebe Leute, ich treffe hier Kai von Gottscheid. Hi. Ja, bin wieder. Kai, letztes Jahr haben wir uns getroffen, haben ein kleines Interview. Genau. Erklär nochmal, wer du bist, woher du kommst oder woher, ja, die Band, alles klar. Genau. Kai. Mitbegründer von Wortscheid. Wir machen so, wir sind eine Metalband, machen da eine sehr interessante Mischung, sowohl aus einigen 80er Jahre Einflüssen als auch modernen Einflüsse. Das ist ja beim letzten Mal gehört. Ja. Bei uns ist halt das Besondere, wir sind auch zwei Sänger. Das heißt, Metal gibt ja sehr, sehr viele verschiedene Gesangsstile. Und die drei größten sind eigentlich dieses Growing, dieses Tiefe, das Dream, das Bescheiden und halt Team Voice, also ganz normales Singen. Und wir haben es halt echt geschafft, diese drei Sachen halt irgendwie mit unterzubringen. Bisschen zu mischen. Mir kommt gerade eine Frage, bevor ich die jetzt vergesse. Sagt ihr. Ich hab den Namen vergessen, ist egal. Schneide ich nicht raus, ganz lass ich so. Ja, alles gut. Was hast du inzwischen in diesem ein Jahr, was ist ein bisschen bei euch passiert? Ja, das ist passiert. Wir müssen jetzt auch ein bisschen runterbremsen. Das heißt, unser Dora ist Vater geworden, was auch sehr schön, alles wunderbar geklappt, alle glücklich. Und ich habe mir blöderweise bei dem Unfall die Hand gebrochen, auch noch die linke zum Gitarre spielen. Und da mussten wir erstmal so ein bisschen runterfahren. Das Schöne ist, der Kim, wie wir auch beim letzten Mal getroffen haben, ist ja unser Hauptsongwriter. Und er hat die Zeit wunderbar genutzt und hat ganz viel Material geschrieben, was wir jetzt halt ausprobiert haben. Und dieses Jahr wird ein reines Arbeitsjahr für uns. Das heißt, wir planen dieses Jahr nochmal ein Album aufzunehmen. Da sind wir jetzt gerade am Proben, ganz viel am Einstudieren hier und da. Ihr habt eine Plattenfirma, habt ihr? Nee, die haben wir noch nicht. Ich habe einen guten Tipp, nämlich ach was. In Berlin, ein Producer. Okay. Ganz super Ding, der steht so auf die 80er Jahre. Ja, nice. Der steht auf 80er Jahre und er hat das Glück, oder er sagt, das ist jedenfalls so, er entscheidet vom Bauch her. Ja. Das ist nämlich das Geile. Er entscheidet vom Bauch her. Wenn ihm die Musik gefällt, macht er das. Wenn ihm die Musik nicht gefällt, macht er es auch nicht. Ja. Der ist nicht einer, der guckt nicht unbedingt auf die Marke, die jetzt bald. Ja, kann man das verkaufen oder macht es hier und da? Die meisten sind ja ganz schöne Geldreihe. Er hat 50 Bands am Laufen. Also, es ist kein kleiner Producer. Du schreibst mich an. Wir sind ja auf Stark und Stammtisch noch verbunden. Natürlich. Du schreibst mich an. Dann gebe ich dir den Namen, dann schreibst du den an und kannst ihm sagen, du kommst von mir. Ja, perfekt, machen wir das so. Ne? Dann hast du vor allem, ist zwar Berlin, Berliner, aber ein affengeiler Typ. Habe ich in Osaka kennengelernt. Ja, sehr schön. Super, ehrlich und korrekt. Und er sagt dir, was er hält, was er von dir hält. Und musst du kennenlernen. Und genau, dann habt ihr vielleicht alles ein, zwei Bier trinken oder so, dann läuft das auch. Vor allem, wenn ihr alles irgendwo im Vorwege macht, dann ist das ein leichtes Ding. Mal eben hin, weil wir fahren bei ihm hin. Ja. Berlin ist 3 Stunden weg. Das geht vollkommen klar. Ihr kommt aus Flensburg. Ihr kommt aus Flensburg, genau. Hast du wieder vergessen. Entschuldigung, Prost. Nee, aber selbst von Flensburg aus geht das klar. Und gerade für solche Sachen kann man auch noch mit nach Berlin fahren. Das Schöne ist, wir sind ja auch viel rumgekommen hier und da. Ich habe jetzt sogar eine Freundin in Erfurt, also ich bin es gewöhnt, viel unterwegs zu sein. Von daher läuft das. Adresse kriegst du und den oder Namen gebe ich dir, dann setze ich mit dem in Verbindung. Auf alle Fälle ist ein super korrekter Typ. Das hört man gerne. Das habe ich dir unterbrochen, was ich nicht wollte. Jetzt erzähl doch mal ein bisschen mit dir. Also ihr habt eine Platte, wollt ihr neu aufnehmen? Genau. Dabei helfen uns unsere Freunde von Reset. Das ist eine relativ bekannte Trash-Metal-Band in Bonn. Die gehen jetzt auch auf Europa-Tour mit Nervosa, was auch eine ziemlich große Nummer ist. Und die haben jetzt geplant, bei sich nochmal ein Tonstudio aufzubauen. Und da wollten wir das direkt aufgeben. Es sind halt Leute, die sind auch schon ewig im Business mit drin. Die haben auch Ahnung davon. Das heißt, da wird definitiv was Vernünftiges rauskommen bei. Und wie die Produktion nachher genau aussieht. Ihr habt noch nicht mal ein Tonstudio. Doch, Tonstudio haben wir, wie wir sehen. Aber die bauen ja eins. Es ist so ein fertig im Sinne. Und dann geht das um uns. Ja. Und dann wird erstmal aufgenommen. Dann werden wir auch sehr viel Zeit. Ich kriege aber eine Demo-CD. Natürlich, absolut. Versprochen! Versprochen ist versprochen. Gut. Nein, ist okay. Ich bin zwar nicht der große Freak, aber anhören tue ich mir es ja automatisch genauso wie hier. Und sonst, ihr werdet mir ja nicht, wenn die Musik grottenschlecht wird, wirst du mir nicht im Gedächtnis geblieben. Dankeschön. Das freut uns, ja. Es gibt so einige Bands, da weiß man, weil Gesichter vergisst man, weil du bist mir gefallen. Du warst mit die erste Band, die überhaupt in mein Leben eingetreten ist. Und das
Ja, was gibt es sonst noch bei euch zu erzählen? Ja, das ist der Anfang von einer großen, was heißt hier, Werbekampagne, aber wenn das Ding im Kasten ist, dann haben wir eigentlich was vorzuweisen, womit wir uns auch präsentieren können. Jetzt haben wir in Eigenproduktion ein paar Songs aufgenommen, womit wir uns auf kleineren Festivals bewerben können oder so. Aber wir wollen eine gute CD haben. Wenn wir sagen, hey, das sind wir, das machen wir. Und dann wollten wir halt auch ein paar Videos machen. Wir haben da ein kleines Filmteam an der Hand, die das auch professionell machen. Lyric-Videos, Interviews, alles. Alles, was geht, um halt irgendwie ein bisschen Fuß im Business zu kriegen. Aber schon im Metal-Bereich ist ja, wie du es auch gerade wieder bewiesen hast, es ist ein großes Miteinander. Ich habe letztes Jahr, war ich auch so sehr viel in der Musikszene unterwegs und seit hatte mich zum Beispiel nach Wacken gezogen. Materiell kalt ist ein cooler Titel aus Rang von Musik. Hast mich Bock, Wacken mitzukommen? Da konnte ich schön auf der Bühne in Wacken stehen und Backstage mit allen Leuten schnacken. Wir sind aufgedeckt, hat der Stand. Im November ja. Kommt in Hamburg. Fresh Fest. Im November, Oktober, November. Ja. Kommt eine Band aus Osaka, wo ich war. Ach was. Und ja, jetzt geht's los. Den Producer, eine Band, der gehört zur Band, der hat einen Recordshop, der ist Producer, der ist Veranstalter. Den, wenn du dahin kommst, ich werde auch daran, den musst du kennenlernen. Absolut. Ja. Wir hatten jetzt bei dem letzten Osaka-Fest Bands aus aller Welt gehabt. DJ aus Kalifornien, finnische Band, chinesische Band, thailändische Band. Der hat Kontakt zu allen, zu allen Bands. Genau wie der aus Berlin. Ja. Und dafür lohnt sich die Fahrt von... Solche Leute lohnt sich. Das musst du von Flensburg nach Hamburg, musst du das machen. Ja, absolut. Versuch ein Ticket zu kriegen und dann, ich werde versuchen da zu sein. Oder ich hab für die Veranstaltung schon, ich kann da auch aufnehmen, auf alle Fälle dabei sein. Ja. Und dann mache ich dich mit dem bekannt. Das wäre super geil. Da würde ich mich freuen drüber. Trashfest ist auch tatsächlich in meinem Freundeskreis schon ein Begriff und da werden wir so oder so hinfahren. Das wäre super, da würde ich auch nochmal anschreiben. Dann gucken wir, wo wir uns treffen und machen. Ja. Das würde mich auch mega freuen, mich kennenlernen. Also du kannst dieses Trashfest, was sie jetzt überall machen, ist ja auch ein Budget. Ja. Du kannst das nicht mit einem normalen Konzert vergleichen. Mhm. Unmöglich, weil, ich sage jetzt auch immer wieder bei einem anderen Veranstaltung. Stage Diving oder so. Ja. Das ist in Japan, das ist ein Sport. Ja, die auf der Bühne stehen und die toben rum, springen rein. Ja. Der gibt sogar Hilfe dabei. Ja. Das kannst du hier nicht machen. Wenn du das in Deutschland machst, wenn ich das gesehen habe, das funktioniert nicht. Ja, sie haben mit. Ich meine, es gibt Metal-Festivals, da weiß ich, dass es funktionieren würde, aber es ist halt nicht überall. Da sind uns die Japaner ein bisschen voraus, muss ich sagen. Nicht nur kleine, die sind ein riesiges Schritt. Vor allem, die sind sowas von offen. Ich meine, die Metal-Szene ist schon offen. Ja, eben. Das ist ganz sogar offen. Eine ganz andere Geschichte, glaube ich. Aber das ist noch mal ein Schritt mehr. Schön. Wirklich, also wieder, als Musiker, ich weiß nicht, ob mich das stören würde, wenn jetzt mit ihm rumtobt. Aber da scheint das kein zu stören, weil es, egal welche Band aufgetreten ist, es haben alle mitgemacht. Das ist schön. Muss ich dir mal angucken, habe ich die auf Only Live Videos bei mir, da sind schon sehr viele aus Osaka Videos drin. Ja, eins hatte ich mir auch schon angeschaut, aber die muss ich mir echt nochmal rausgehen, da habe ich Bock drauf, auf jeden Fall. Das ist, muss ich angucken, du siehst auch den Veranstalter, denn... Den Miki Toshimatsui, guck mal, weiß ich nicht. Ja, ja. Nicht schlecht, beeindruckt. Ja, das war, du kannst dir vorstellen, das war ein Rundumversorgungspaket, was die gemacht haben. Ach, schön. Ja. Da ist immer jemand an der Seite, der sich um dich gekümmert hat. Ja. Du konntest ansprechen, das mache ich. Da war sofort jemand drüber. Ich glaube, wir müssen abdecken. Das kriegen wir zu.